richtig spannendes Zeichen. Etwas, das das Zeug dazu hat, die Welt zu verändern. Naja, zumindest den Lebenssimulationsspielemarkt. Seid ihr bereit, Leute? Darf ich vorstellen? Insol! Die dieses Video gesponsert hat und mir und anderen tollen Creator frühzeitig Zugriff dazu gegeben haben. Doch bevor wir jetzt in dieses großartige Spiel reinstarten, hier ein kleiner Disclaimer. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr frühe Version davon. Heißt, es wird sich noch einiges ändern und viele Sachen kommen erst noch dazu. Und dabei könnt ihr sogar helfen. Also schreibt jetzt in die Kommentare, was eurer Meinung nach bei einem Lebenssimulationsspiel auf gar keinen Fall fehlen darf. Meine Antwort darauf? Katzen! Und die finden wir wirklich ganz viel in diesem Spiel. Ich freue mich so. Und wir starten jetzt direkt in ein neues Spiel rein. Wie gesagt, das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Deswegen ist das meiste auf Englisch oder auf Koreanisch. Aber wir erstellen jetzt als erstes mal einen Charakter. Die in diesem Spiel übrigens Soi heißen. Ein Soi, viele Sois. Und als allererstes kümmern wir uns um meine Merkmale, die in diesem Spiel tatsächlich Tiefe haben. Und immer an meiner Seite ist diese Katze hier. Nennen wir sie Flauschi. Wer bin ich überhaupt? Das können wir jetzt anhand von verschiedenen Merkmalen festlegen. Und hier wird man zum einen gefragt, wie offen man ist. Oder auch zum Beispiel, wie introvertiert oder extrovertiert man ist. Ich persönlich würde mich jetzt auf jeden Fall mal als kreativ bezeichnen. Als spontan. Als energiegeladen. Großherze. Und aufbrausen. Wobei Unruhestifter natürlich aufpassen würde. Wisst ihr was, das nehmen wir auch. Wir wollen ja auch testen, wie viel Chaos wir mit unserem Säuer anstellen können. Bevor ich euch das zeige, kümmern wir uns jetzt aber um mein Aussehen. Und oh mein Gott, Leute, seht euch diese Grafik an. Es ist einfach mal was komplett anderes. Es sieht alles so echt aus. Und ich lieb's. Ich bin natürlich eine Frau. Im Moment können wir uns zwischen drei Altersstufen entscheiden. Wobei man auch schon Babys zeugen kann. Keine Sorge, Leute, das machen wir gleich. Und wir können uns hier jetzt zum Beispiel schon mal zwischen vorgefertigt Sois entscheiden. Aber wir machen natürlich unseren eigenen. Hier gibt es dann natürlich auch andere Gesichter. Das hier passt, glaube ich, ganz gut. Aber noch nicht perfekt. Aber wir können hier natürlich auch alles verändern und so zurechtschieben, wie wir das wollen. Ich habe zum Beispiel viel schmälere Lippen. Und meine Augen sind dunkelbraun, fast schon schwarz. Deswegen finde ich das ein bisschen zu hell. Aber das und vieles mehr kann man hier unten zum einen schon mal verstellen. Aber nicht nur hier, Leute. Wir haben in dem Spiel nämlich einfach ein Fahrrad. Heißt, man kann auch mit knallgrünen Wangen rumlaufen, wenn man will. Das ist eigentlich ganz passend zu meinem Outfit heute. Das Fahrrad kann man aber so gut wie überall anwenden. Zum Beispiel auch bei den Haaren. Hier gibt es ganz viele verschiedene Formen, Schnitte. So viel und so süße Frisuren, dass ich mich kaum entscheiden kann. Aber ich glaube, es werden diese Haare hier und die können wir jetzt eben einfärben. Wenn wir ganz wild sind, können wir sie natürlich auch bunt machen. Und als nächstes können wir auch unseren Körper verändern. Unter den wachsamen Augen von unserem flauschigen Gefährten hier. Und hier können wir uns natürlich alles so zurechtziehen, wie wir wollen. Ich glaube, so kommt es ganz gut hin. Die Katze sieht gerade irgendwie nicht so zufrieden aus. Ich würde es aber auf jeden Fall die Outfits anschauen. Da gibt es natürlich zum einen Presets. Das sind Outfits, die schon komplett zusammengestellt sind. Aber wir können natürlich alles auch einzeln entscheiden. Und auch hier können wir das Fahrrad benutzen, Leute. Und ich sag's euch, diese Klamotten sind so unfassbar schön und cool. Ich hätte die gern alle in meinem eigenen Schrank. Und was man hier noch machen kann, ist selber Klamotten herstellen. Also ich kann jetzt bei diesem Oberteil hier entscheiden, ob ich einen Rollkragen will, einen V-Ausschnitt, einen Kragen, so wie ich es gerade trage. Dann kann ich auch noch entscheiden, wie lang die Ärmel sind und auch wie lang das Oberteil sein soll. Ich meine, wie cool ist das bitte? So, ich glaube, das kommt an mein Oberteil gerade dran, auch an meine Wangen. Ja, Leute, die lasse ich jetzt so. Und ich würde sagen, so können wir jetzt in das Spiel reinstarten. Ich habe jetzt auch noch schnell einen Ehemann erstellt. Wir wollen ja testen, wie es ist, wenn man Babys bekommt. Mit dem sind wir natürlich auch schon verheiratet. Sorry, Dani. Und jetzt geht's los. Und wir landen direkt auf der Weltenkarte. Hier wird es dann verschiedene Orte geben, in denen man wohnen kann. Hier ist zum Beispiel gerade eine Stadt im Aufbau, die an L.A. erinnern soll. Wir ziehen heute aber nach Doan. Eine Stadt, die der südkoreanischen Hauptstadt Seoul nachempfunden ist. Kurze Anerkennung für diesen wunderschönen Ladebildschirm, von denen es übrigens nicht viele gibt. Die spielen jetzt nämlich in einer offenen Welt. Und das hier ist jetzt die Karte der Stadt. Hier wird uns auch schon angezeigt, dass wir uns zwischen drei verschiedenen Wohnungen entscheiden können. Und das hier wäre die teuerste. Aber auch die größte. Egal, Leute, wir holen uns die teure Wohnung. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Und hier werden wir direkt von der Katze begrüßt. Die Katze ist übrigens nicht nur super süß. Sie führt uns auch durchs Spiel. Genauso wie die Steuerung, die uns hier direkt am Anfang erklärt wird. Und die ist wirklich besonders, besonders in diesem Spiel. Wir können uns jetzt nämlich mit WASD bewegen. Das heißt mit der Tastatur. Und das macht so unnormal viel Spaß, Leute. Oh, ich dachte ganz kurz, wir hätten da ein Bild von Taylor Swift. Das ist jetzt auf jeden Fall mal unsere Wohnung. Und ja, wir haben uns definitiv gegönnt. Mein Soi ist auch direkt sportlich unterwegs. Mein Ehemann sitzt in der Zwischenzeit vorm Computer. Und oh mein Gott, ist diese Wohnung groß. Aber wir wollen ja gleich ein paar Babys zeugen. Und dann brauchen wir den Platz. Also passt das schon. Hier unten sehen wir jetzt zum Beispiel die Bedürfnisse von unserem Soi. Und wenn man da draufklickt, dann reiht es sich hier unten direkt ein. Und sie wird sich jetzt als nächstes die Hände waschen. Und da ich den freien Willen aktiviert habe, kann mein Soi tun, was er will. Okay, schauen wir mal, was sie vorhat. Oh, sie geht
jetzt sicher wieder... Gewichte heben? Nee. Sie ist tatsächlich am Staubsaugen. Die Wohnung kann nämlich tatsächlich dreckig werden und dann muss man das auch machen. Also, müssen tut man's nicht. Aber es wäre natürlich nicht schlecht. Und jetzt im Moment renne ich gerade mit ihr rum. Und das lässt das Ganze einfach so viel realistischer wirken. Wir stöbern als nächstes mal in ihrem Handy rum. Das klingt gerade irgendwie verboten, aber es ist ja mein Handy. Oh, und wir haben auch gerade eine SMS bekommen. Und zwar hat uns jemand in ein Café eingeladen, um zu zocken. Klingt sehr nett. Ich hoffe, das startet jetzt nicht gleich direkt. Ich habe ihm mal zugesagt. Bevor wir das Haus verlassen, möchte ich euch aber noch andere Sachen zeigen. Wir haben hier im Handy zum Beispiel das Wetter. Und apropos Wetter, wenn wir jetzt hier auf die Weltenkarte gehen, dann können wir tatsächlich entscheiden, was es gerade für ein Wetter hat. Momentan ist es sonnig. Wir können aber auch machen, dass es bewölkt ist, dass es regnet oder dass es schneit. Und da gefriert jetzt sogar der Bildschirm. Oh, unangenehm. Wir können aber noch viel mehr Sachen verändern. Zum Beispiel können wir selber entscheiden, was auf diesen Werbetafeln hier erscheint. Hier unten haben wir eine Auswahl, aber Leute, ist ganz leicht, für was ich mich entscheide. Natürlich für das Katzenprogramm. In meiner Stadt wird es für Katzen nur so wimmeln. Und zwar wortwörtlich. Wir können nämlich auch einstellen, wie viele Katzen draußen auf der Straße unterwegs sind. Und für die wahnsinnig sympathischen Leute, die Katzen überhaupt nicht mögen, kann man die natürlich auch ganz ausstellen. Aber wir sind hier in meiner Stadt und ich will die Katzen natürlich überall haben. Wir können dann auch noch entscheiden, wie die Bäume in der Stadt aussehen. Palmen und Schnee ist zum Beispiel auch eine interessante Kombi. Und wir können auch entscheiden, wie das Gras oder die Büsche da draußen aussehen. Doch jetzt, Leute, wird es Zeit. Wir werden jetzt ein Baby zeugen. Dafür reden wir jetzt mit unserem wundervollen Ehemann Leiner, den wir natürlich von ganzem Herzen lieben. Und das werden wir ihm jetzt auch zeigen. Okay, die beiden haben definitiv Spaß miteinander. Ja, und jetzt halten wir sogar Händchen. Aber da geht noch mehr, Leute. Oh, okay. Das Gewichteheben hat offensichtlich was gebracht. Okay, Leute, die beiden sind so süß. Ich halte das langsam nicht mehr aus. Und deswegen machen wir jetzt ein Baby. Und dafür gehen die beiden jetzt ins Schlafzimmer, schlüpfen gemeinsam unter die Bettdecke und dann geht dieser absolut süße Film los. Aber da bleibt natürlich Hashtag familienfreundlich, keine Sorge. Aber davon sind wir jetzt tatsächlich schwanger geworden. Hallo Olaf, wir bekommen ein Baby. So macht man also Babys. Nee, Spaß, Leute, aber wie gesagt, das Spiel ist noch in der frühen Entwicklungsphase. Wir sind auf jeden Fall jetzt 3 Tage schwanger und dann kommt das Kind. Da Kinder aber unfassbar teuer sind, wird es Zeit, dass mein Mann sich jetzt einen Job sucht. Das machen wir natürlich auch übers Handy. Und hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wie wär's mit Feuerwehrmann? Da können wir übrigens dann auch mitgehen. Wann wir dahin müssen, das sehen wir hier in unserem Terminkalender. Hier stehen allgemein ganz viele verschiedene Termine drinnen. Hier zum Beispiel die Termine von meinem Sohn. Die hat sich vorgenommen, um 2 in den Park zu gehen. Sobald es dann aber 2 Uhr ist, macht sich der Sohn selber auf den Weg dahin. Das sehen wir hier gerade. Und ich frage mich gerade, warum habe ich dir eigentlich grüne Wangen gegeben? Oh, und es schneit natürlich draußen. Und das ist definitiv kein gutes Outfit für dieses Wetter. Aber theoretisch können wir unseren Sohn tatsächlich Jacken anziehen. Jacken, Leute! Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Ich habe fürs Erste aber jetzt einfach mal das Wetter geändert. So ist es schon viel gemütlicher. Und hier in der Welt sehen wir tatsächlich Autos. Und hier haben wir zum Beispiel auch Fahrräder. Und da fragt ihr euch sicher, werden wir mit denen fahren können? Und tatsächlich ist es so, dass die Entwickler sich da noch nicht ganz sicher sind. Aber schreibt unbedingt in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Das hilft den Entwicklern nämlich wirklich enorm. Und wir sind übrigens gerade mit der U-Bahn hier in den Park gefahren. Ich habe keine Ahnung, mit wem sie sich trifft. Ist jetzt gerade ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Ah, Leute, aber oh mein Gott, da ist die erste Katze. Halt, stopp, bleib stehen. Oder auch nicht, unser Termin ist offensichtlich sehr wichtig. Und ich würde mir jetzt hier eigentlich sehr gerne einen Freund suchen. Also Freund wie in Freundschaft. Ich will leider jetzt nicht direkt am allerersten Tag betrügen. Und hier haben wir auch direkt schon jemanden. Aber wisst ihr, was eigentlich lustiger ist als einen Freund finden? Feind finden. Und wir sind ja eine Unruhestifterin, also würde es passen. Ja, der mag uns auf jeden Fall schon mal nicht. Und es gibt natürlich auch viele negative Sachen, die wir mit ihm besprechen können. Mein Zeug hatte aber keinen Bock mehr auf dieses Gespräch. Hat sich jemand anderen gesucht. Und mit der Person versteht sie sich jetzt tatsächlich. Hä? Oh mein Gott, die flirten gerade miteinander. Okay, das brechen wir jetzt direkt ab. Wir sind heute nicht hier, um irgendwelche Beziehungen oder Ehen zu zerstören. Nee, wir reden nämlich lieber über Katzen. Das ist genau meine Art der Kommunikation. Sehr sympathisch. Aber die hat gerade schon wieder mit jemandem geflirtet. Leute, das sind die Hormone. Ich schwöre, das sind die Hormone. Ich bin heute mal absolut unschuldig. Und damit das Ganze jetzt nicht komplett eskaliert, machen wir jetzt ein bisschen Yoga. Das ist so cool, Leute. An den anderen Geräten können wir natürlich auch Sport machen. Darauf erstmal was zu trinken. Oh, und dass sie mit allen flirtet, erinnert mich an was. Hier können wir nämlich unser Lebensziel auswählen. Und es gibt das Nation Sweetheart Lebensziel. Das bedeutet, dass sie mit allem und jedem flirten wird. Da sie das eh schon von selber macht, nehmen wir das. Und mittlerweile
Mittlerweile hat sie Hunger. Und das ist der perfekte Moment, um sich die Stadtkarte jetzt noch ein bisschen besser anzuschauen. Wir haben hier jetzt nämlich verschiedene Grundstücke, die wir besuchen können. Hier unten können wir zum Beispiel Klamotten kaufen. Und hier hätten wir ein Café. Das ist in der Nähe, da gehen wir hin. Rechts von uns ist das Restaurant, aber ich sehe hier gerade noch was anderes. Und zwar ein Mikrofon. Das können wir natürlich benutzen und einen Song singen. Wow, das ist absolut wundervoll. Die Masse tobt auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir lieber wirklich ins Restaurant rein. Langsam wird es nämlich brenzlig mit unserem Hunger. Und hier drinnen können wir uns dann hier was bestellen. Und das ist wieder mal nicht schwer. Give me the cake, please. Und dann isst sie dann hier gemütlich mit unseren knallgrünen Wangen. Und eigentlich sollten wir langsam nach Hause. Sie ist nämlich schon ziemlich müde. Aber ich habe vorher gesehen, dass wir hier Gaming-Café haben. Das schauen wir uns jetzt auch genauer an. Okay, Leute, sind wir hier richtig? Hier ist zwar eine Katze, da fühle ich mich direkt wohl, aber sonst ist es ein bisschen unheimlich hier. Oh, und ich glaube, wir müssen diese dunkle Gasse hier hoch. Als Frau alleine in der Nacht in der dunklen Gasse und das auch noch hochschwanger. Gar keine gute Idee. Aber wir haben es tatsächlich reingeschafft. Oh, und hier können wir am Computer spielen. Das ist mir aber gerade zu wenig Action. Hier unten gibt es nämlich noch eine Karaoke-Bar. Und wie cool ist das denn? Hier drinnen können wir jetzt singen. Das können wir, wie wir wissen, besonders gut. Aber wir müssen sowieso zuerst mal ganz dringend aufs Klo. Oh. Und man soll jetzt auch hundemüde. Katzenmüde in diesem Spiel wohl eher. Und deswegen schicken wir sie wohl einfach nach Hause. Und da liegt sie jetzt in ihrem Bett. Unser Mann ist schon wach und topfit. Und mit dem gehen wir jetzt gleich zur Arbeit. Davor sorgen wir aber noch dafür, dass unser Kind ein schönes Zimmer bekommt. Ich meine, ja. Das Zimmer ist definitiv schön. Aber das geht noch besser. Wir gehen hier unten jetzt nämlich in den Baumodus. Und haben hier links jetzt auch schon ganz viele tolle Möbel. Die können wir natürlich auch filtern. Wir brauchen jetzt zum Beispiel Sachen fürs Kinderzimmer. Und dieses Bett hier ist wirklich zuckersüß. Wir können es aber natürlich auch noch einfärben, Leute. Wir können das Ganze aber nicht nur einfärben, wir können auch verschiedene Texturen auswählen. Und das können wir bei dem Bett jetzt zum Beispiel bei der Bettdecke machen, beim Kopfkissen und beim Überwurf. Aber da gibt es noch ein ganz besonderes Feature, und zwar die AI-Textur. Und hier können wir jetzt eingeben, was wir wollen. Was passt denn gut zu einem Baby? Wie wäre es zum Beispiel mit Feuer? Das ist jetzt das Ergebnis davon und das machen wir jetzt auf die Bettdecke drauf. Okay, das sieht man gerade richtig schlecht, aber wir können das selber skalieren. Leute, ich schwöre, wie cool ist das? Das Gleiche können wir natürlich auch mit den Wänden machen. Ja, natürlich machen wir einen Waldbrand an die Wand. Ich kann nicht mehr. Aber ich liebe es so sehr. Das Gleiche machen wir dann natürlich auch nur mit dem Teppich. Hier können wir jetzt sogar die verschiedenen Teile hier einfärben. Und ganz ehrlich, habt ihr jemals so ein himmlisches Kinderzimmer gesehen? Ich frage mich gerade ehrlich, warum ich keine Innenarchitektin geworden bin. Es gibt aber noch was sehr Cooles im Baumodus. Und zwar können wir selber Möbel herstellen. Hier haben wir als Beispiel verschiedene Stühle. Und wenn wir jetzt sagen, der gefällt uns. Ja, ganz ehrlich, wem gefällt dieser Stuhl nicht? Dann wählen wir den aus und wechseln zu Beinen. Und dann können wir entscheiden, was für Beine dieser Stuhl hat. Das sieht definitiv ultra stabil aus. Aber ich mache daraus lieber einen Bürostuhl. Und den platzieren wir direkt. Hä? Und wie nice wäre es denn wirklich zu besitzen? Ich will meinen direkt eintauschen. Und jetzt wird es Zeit, wir begleiten meinen Mann jetzt mit auf die Arbeit. Gleich sehen wir unseren Feuerwehrmann in Action. Und sobald wir auf die Arbeit kommen, bekommen wir auch eine To-Do-List. Die würde unser Sohn jetzt auch alleine bewältigen. Und diesem Mann sind wir wirklich unglaublich nah. Aber ich bin ja nicht umsonst hier mit auf die Arbeit gekommen. Natürlich kümmern wir uns jetzt um alles. Und als erstes gehen wir zu unserem Arbeitsplatz. Ich steuere den übrigens gerade von selber. Und hier machen wir jetzt unsere erste Arbeit. Ja, und das ist der spannende Job von einem Feuerwehrmann. Nee, Spaß, Leute, da kommt natürlich noch mehr. Wir haben jetzt die erste Sache abgehakt. Und er flirtet gerade mit seinem Kollegen. Geht's noch? Line up, spiel nicht mit dem Feuer. Und jetzt wird es gleich ernst. Wir ziehen uns jetzt nämlich unsere Uniform an. Ah, wie cool. Und als nächstes gehen wir in Feuer löschen. Keine Sorge, Leute. Euer Feuerwehrmann Leinert ist schon auf dem Weg. Oh, hier brennt es gerade gar nicht. Naja, egal. Wir müssen das Ganze natürlich trotzdem erstmal üben. Und das macht Leinert jetzt wie ein Profi. Da löscht er das nicht vorhandene Wasser. Aber hey, irgendwo muss man immer anfangen. Oh, und wir sind gerade rausgegangen und jetzt brennt es hier wirklich. Let's go, let's go, let's go. Hol dir den Schlauch. Das vorher war nur ein Test. Jetzt wird es aber wirklich ernst. Ja, du triffst das Feuer definitiv. Ja, toll machst du das, Leinert. Let's go. Auch dieses Feuer triffst du auf jeden Fall. Großartig, Leinert. Er trifft seine Kollegen, ist auch nicht schlecht. Außer er trifft irgendwas. Aber hey, seine Kollegen sind offensichtlich kein bisschen besser als er. Aber damit haben wir das geschafft. Und als nächstes müssen wir Sport machen. Oh, aber einen unglaublich großen Hunger. Man muss deswegen natürlich zuerst was essen. Dafür haben wir natürlich absolut Verständnis. Und schauen mal, was mein Zeug so treibt. Wo zur Hölle sind wir? Oh, in einem Gaming-Café. Ja, da hat sie anscheinend gestern richtig gut gefallen. Da verzocken wir jetzt auch noch ein bisschen unser Geld. Natürlich, wir haben ja gerade nicht ein Baby auf dem Weg. Und wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit, um Sport zu treiben. Heißt, wir müssen jetzt einfach in diesen Klamotten Sport machen. Leinert, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Oh
Oh mein Gott, das ist gerade nicht wirklich passiert. Mein Ehemann wurde überdüst. Ich schwöre auf alle Katzen in dieser Stadt. Das wollte ich nicht. Wir können aber zum Glück in der Zeit zurückreisen. Oh mein Gott, und jetzt lebt er wieder. Glück gehabt, Freundchen. So schnell kommt er mir nämlich nicht davon. Wir bekommen ja gerade ein Baby gemeinsam. Und ich finde es gut, wie ich einfach schon wieder auf der offenen Straße rumlaufe. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal vor ein Auto springe? Wird mir dann, nichts mehr passieren. Echt jetzt? Oha, wenn ich's will, dann funktioniert es natürlich wieder mal nicht. Was treibt eigentlich mein Soy? Okay, die ist offensichtlich gerade nicht weit weg. Und bald sollte eh das Baby kommen. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt! Das Wunder des Lebens! AKA meine persönliche Hölle, denn ich will definitiv nie Kinder bekommen. Aber da haben wir dieses süße Ding jetzt, das aber im falschen Zimmer liegt. Oh ja, so ist das schon viel besser. Und wir können jetzt direkt mit ihm spielen. Oh, da packt sie wieder ihre Moves aus. Okay, Leute, wir können definitiv nicht singen, aber Hauptsache, wir können tanzen. Und unser Baby wächst und gedeiht schon richtig gut. Mittlerweile kann es krabbeln und es kann sich selber was zu essen nehmen. Ein sehr selbstständiges Kind. Ehrenhaft. Ah, da krabbelt es davon. Oh, schaut mal. Hier müsste man jetzt theoretisch mal putzen. Aber weder das Baby noch meine anderen Säuse haben darauf gerade Bock. Und dieses Baby wird natürlich früher oder später mal zum Kind. So wie dieses Kind hier. Das ist übrigens gerade auf dem Weg zur Schule. Was sagt ihr zum Spiel? Schreibt das wirklich unbedingt in die Kommentare. Die Entwickler würden sich wirklich sehr darüber freuen. Sie wollen das Spiel nämlich mit uns gemeinsam zu einem großartigen Spiel machen, indem sie auch auf unsere Wünsche hören. Könnt ihr das glauben? Und natürlich muss noch einiges gemacht werden, aber ich bin jetzt schon absolut begeistert. Ich hatte wirklich so unendlich viel Spaß mit dem Spiel. Großes Danke an Kraftan und ganz viel Liebe an euch.